Hallo und herzlich willkommen bei der aller Wahrscheinlichkeit nach Letzten letzten Folge. Folge von Raumen kontrolliert Mordors Schatten, Genau. wie wir das jetzt umbenannt haben. Und wir sind Und jetzt dabei, das schwarze Tor zu erklimmen. zu erobern, denn in der letzten Folge haben wir die letzten Einheiten der Schwarzen Hand vernichtet, die Elite der Schwarzen Hand. Wir haben den Schwarzen Turm vernichtet und eigentlich kann uns jetzt nichts mehr aufhalten, deswegen erobern wir jetzt das schwarze Tor. Leider kann unsere Armee nicht klettern. Leider, leider. Aber wir können dafür umso besser klettern. Und an den Theoretisch, zumindest irgendwie. ruhig, Talion, ruhig. So, immer höher und immer höher. War jemand ganz oben auf der Spitze vom schwarzen Tor? Ach so, jetzt wieder. Einmal rum. Ja. Warum habt ihr das Finale nicht geschafft? Wir haben es nicht geschafft, So, hochzuklettern. Die da Leiter blicken macht. wir hinab auf Udun. Was total in Schutt und Asche liegt. Gut, vorher war es nicht besser aus, aber egal. So. Links. Okay. Wir stoßen noch einmal an. Aufs Finale. Aufs Finale. Folge 80. Ach, jetzt kann der Herr das, ja? Von wie langsam ist jetzt hochklettert? Und damit es episch ist. Oh. Da ist Da sie. ist sie, die schwarze Hand. Du hast uns das alles angetan. Jetzt schmeißt du uns von der Mauer ein Ende. Gott. Ich habe ein Geschäft für dich. Wer ist ein Talion, Mann? Ja. Wow! Danke. Er saugt ihn aus! Ach, und Celebrimbor kam. Ach, er hat eine komplette Uruk-Armee dann. Sauron war also schon mal am Rande der Niederlage. Ja. Boah. Ich muss gerade echt sagen, ich habe auf den DLC der helle Herrscher echt Bock gerade. Ja. Was? Er war so mächtig, Er Klimmer? hatte den Ring. Ja. Aber was ist schief gegangen? Naja, wahrscheinlich. Oh. Der Ring Oh. will immer zu Sauron. Oh, verdammt. Und Sauron hatte den Ring. Mit dem Hammer erschlagen. Zack. So ist das also gewesen mit Celebrimbor. Der dunkle Herrscher gab dir eine zweite Chance, um an seiner Seite zu stehen. Ach so. Ach so. Oh Scheiße. Wow. Wow. Schlag zu, Talion! Ich kann ihn nicht länger aufhalten! Oh. Zack! Und adios! Stirb, Sauron! Ja! Zack!
die schwarze Hand Saurons ist tot. Die Ufer dieser Welt rufen uns. Dies ist nicht länger unsere Schlacht. Ich wollte ihn bekämpfen. Es ist nicht möglich. Kannst du wirklich ewig mit dem Wissen ruhen, dass du ihn hättest aufhalten können, aber es nicht getan hast? Schicksalsberg ist erwacht. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Was? Das ist ja geil. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Oh, warte mal kurz, Musik. Ja, Cliffhanger-Ende vom Feinsten. Ah, wirklich? Aber ein cooles Cliffhanger-Ende, muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich fände es auch okay, wenn sie im zweiten jetzt anfangen würden, quasi eine alternative Geschichte zu erzählen. Ja. Quasi. Tja. Und so. Aber das ist ja, es wird Zeit für einen neuen Ring. Das ist sehr cool. Aber klar, ich meine, wir haben alle Werkzeuge dafür. Wir haben den Meißel, wir haben den Hammer. Wir haben Klebrimbo an unserer Seite. Die Musik finde ich gerade cool. Auch wenn ich sagen muss, storymäßig fand ich das Ende gut. Hat die Story überraschend episch zu Ende gebracht. Ja. Die ja 80% der Zeit eher vor sich hingetröpfelt ist so. Ja. Aber dass man jetzt den Turm besiegt hat, indem man ihn dreimal gebacksteppt hat und die schwarze Hand in einem Quicktime-Event. Ja, finde ich. Ich muss aber sagen, es scheint aber echt momentan so eine Vorliebe für Entwickler zu sein, die letzten Bosskämpfe mit irgendwelchen Quicktime-Events. Aber ich muss sagen, der Fokus. Also ich finde, für mich war der Endkampf dieses, wo man mit seiner Uruk-Armee kommt und ja, dann kommt die Kralle der schwarzen Hand. Ja. Und dann kämpft man diese fünf Häuptlinge und kontrolliert einen nach dem anderen. Und sie werden Stück für Stück gegen Boden gestampft. Ja, das war der eigentliche echte Endkampf. Das war jetzt gerade, das gerade eben war einfach wirklich nur Story. Und ja, man muss wirklich so sagen, diese Story, die sie sich da ausgedacht haben im Herr der Ringe-Universum, ist wirklich cool gemacht. Also es passt auch bisher ins Herr der Ringe-Universum. Es ist natürlich die Frage, wie denn Mittelerde Mordors Schatten 2 sein wird. Ja. Ich finde diese Musik gerade so cool. Ja, und die Frage, meine Hauptfrage ist, was sie sich ausdenken, damit Talion am Anfang von Herr der Ringe 2 wieder nicht so mächtig ist. Stimmt allerdings. Weil sie können ja nicht sagen, hier hast alle Fähigkeiten, zieh los. Ja. Weil dann wäre es das leichteste Spiel der Welt. Das stimmt allerdings. Vor allem, wir haben es gerade schon gesehen, wir können ja nicht ohne Celebrimbor. Ja. Ich meine, kaum. Ja, wir sind tot. Wir leben nur bei Celebrimbor. Genau. Und offenbar haben sich die beiden in stummem Einverständnis jetzt geeinigt. Sauron. Wir treten jetzt mal Sauron in den Arsch. Ja. Das wird Zeit. Dieser Spruch und alleine ist so geil. Deswegen ist meine Theorie, dass Talion irgendwann die schwarze Hand wird, ja immer noch nicht vom Tisch. Das stimmt allerdings. Das kann in Teil 2 oder 3 immer noch passieren. Dass er die neue Hand Saurons denn sein wird. Ja. Also das ist wirklich sehr cool, dass wir wirklich so gesamten Anfänge mitbekommen. Wie ist eigentlich genau das damals mit dem Ring passiert? Ja, auch sehr interessant, Sauron mal in seiner eigentlichen Form zu sehen. Ja. Dass er eigentlich mal ein Elb auch gewesen ist. Ja, das würde mich interessieren, ob er ein Elb war oder ob er einfach nur diese Gestalt angenommen hat. Sinux, sag es uns bitte. Stimmt. Wir kennen uns ja mit der Lore nicht aus, aber du? Ja. Wir haben nur die Filme geguckt, so nach dem Motto. Ich glaube, du hast die Bücher gelesen, ne? Ja, ich habe sie, aber wie gesagt, das ist sehr lange her und. Ja. Ich habe nur die Filme bisher geguckt und von der Hobbit habe ich noch nicht mal alle Filme geguckt. Da fehlt mir noch der letzte. Ich habe von Hobbit noch gar keinen gesehen. Noch gar keinen gesehen, ja. Ich war damals, als angekündigt wurde, dass es 3 Teile werden, war ich so ein bisschen. Meh. Ja. Aber die Hobbit habe ich gelesen.
Ach, ist okay. Na, das reicht eigentlich. Ja, aber wie gesagt, also trotzdem diese ganzen Anfänge zu erleben, halt mit Celebrimbor, jetzt gesamte Story. Also ich fände zum Beispiel cool, okay, er hat es geschafft, diesen Ring, der geschmiedet hat, zu entkommen, hat dann eine gesamte riesige Uruk, vor allem wirklich eine riesige Uruk-Armee, zu sich geholt und hat damit dann Sauron herausgefordert und hätte Sauron nicht die Macht, diesen Ring an sich zu reißen. Und es ist so eine schöne Verbindung zu den Büchern und Filmen, dass da ja gesagt wird, der Ring wird immer zu seinem Herrscher zurückkehren. Richtig. Und es war halt, Celebrimbor hat es zwar geschafft, sich dem Willen Saurons entgegenzusetzen, aber insgesamt wurde er halt trotzdem von ihm beherrscht. Ja. Also, es ist ein wirklich coole Idee, so die Geschichte zu machen. Und also wirklich mal, wir haben ja entschieden, keinen Podcast mehr dazu zu machen, weil es ist einfach lange zu lange her. Ja. Aber wirklich mal hands down. Natürlich ist das Assassin's Creed meets Batman, ja, aber so viel mehr. Ja. Also, wie man erzählen kann, also das verstehe ich auch bis heute nicht in den Tests, wie man erzählen kann, dass dieses Nemesis-System nur hohles Beiwerk wäre und kein wirkliches Next-Gen-Feature, das ist Quatsch. Ja. Also für mich war das, was man damit alles anstellen konnte, ja, und dass sie an diese Möglichkeiten, da kann man einen, natürlich, das mit den Brandmarken kam sehr spät. Aber sind wir mal ehrlich, käme das früher, wäre das Spiel viel zu leicht. Ja. Und, aber was man damit machen kann, dass man einen kleinen Uruk-Hauptmann von der untersten Reihe quasi bis zum Häuptling hochpushen kann. Und dann hat man seinen eigenen Herrscher, man kann die ganze Karte kontrollieren. Dass wenn man jemanden tötet, der dann beim nächsten Mal immun ist gegen das, womit man ihn getötet hat, ja, wenn man seine Schwäche ausgenutzt hat. Diese ganzen Sachen, dass du dann die Grauks und die Karagors kontrollieren kannst auf Dauer. Also da steckt so viel drin in diesem Spiel, was noch kein anderes Spiel gemacht hat, ja, dass ich für meinen Teil wirklich sagen muss, im AAA-Bereich hat das Spiel jede Spiel des Jahres Auszeichnung verdient, auf jeden die es Fall bekommen hat im Jahr 2014. Ja. Wie gesagt, natürlich, wäre es 2015 rausgekommen, bin ich mir jetzt schon im Voraus relativ sicher, dass es da keine Chance hätte. Ja, es wäre untergegangen. Aber im Jahre 2014, es könnte wirklich mit eines der besten Spiele 2014 gewesen, ja, sein. Wenn ich sogar das beste Spiel wirklich mit. Ja. Ich hatte mit jeder, und das ist das Hauptkompliment, was man im Spiel machen kann, ich hatte mit jeder Sekunde, die ich dieses Spiel gespielt hatte, Spaß. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn wir alleine es gespielt hätten, es wäre trotzdem so spaßig, ja, gewesen. Klar, wenn man zu zweit spielt, ist es immer noch mal lustiger, aber bei diesem Spiel bin ich mir ziemlich sicher, alleine hätte es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, ich habe vor einer Weile, hatte auch noch einen eigenen privaten Spielstand, wo ich immer wieder gespielt habe. Das macht halt immer wieder Spaß, sich durch diese Uruk-Horden durchzumetzeln. Und ich find's auch, also das muss ich wirklich sagen, das habe ich ja jetzt im Spiel schon ein paar Mal gesagt, ich find's überhaupt nicht schlimm, dass man für die letzten 3-4 Stunden so übermächtig wird. Ja. Weil, na gut, natürlich, wenn man die Hauptmission früher macht, wird man für die letzten 10 Stunden so übermächtig. Ja. Aber mit der Art, wie wir es gewählt haben, weil man kriegt am Anfang ganz schön auf die Fresse, ja, von einigen Uruks. Und es ist so, man ist halt erst der schwache Held und am Ende ist man halt wirklich ein Herr der Ringe-Held. Ja. Der sich wie Legolas, Gimli und Aragorn einfach problemlos durch hunderte von Uruks metzelt. Und das, finde ich, ist nur passend. Auf jeden Fall. Und es ist so ein schöner Abschluss, weil ich habe jetzt so, mir haben jetzt die letzten Stunden tatsächlich am meisten Spaß gemacht. Ja. Jetzt einfach so durchzurennen, so ohne Probleme, einfach zack, zack, links und rechts sterben die Uruks. Dann kontrolliert man noch 2, 3, gibt dem nächsten einen Finisher. Hauptmänner werden von Sklaven niedergeprügelt. Das war so cool. Oh. Das ist auch wieder eins dieser Spiele, was wir schon, ein Kompliment, was wir schon Watch Dogs gemacht haben. Und das ist ein sehr viel besseres Spiel als Watch Dogs. Ja. Aber was kann es auch dieses Momente erzeugen? Ja. Ohne dass es in der Story ist, sondern einfach aus dem Spiel heraus Momente zu erzeugen. Ich erinnere mich an so viel. Ich erinnere mich, also Mugluk. Mugluk wird für immer, ja, wird ein Erlebnis für die Ewigkeit sein. Auf jeden Fall. Dieser Uruk, der uns über 10 Folgen beschäftigt hat und einfach nicht sterben wollte und mir jedes Mal den Hintern versohlt hat. Und der Moment, in dem er dann gestorben ist. Oder auch so Kleinigkeiten, wie ich schreiend angestürmt bin, um einen Sklaven zu retten. Und als erstes habe ich erst einen Sklaven ins Gesicht getreten. Das war so schön. So. Und dann auch zum letzten halt, ja, du gehörst jetzt zu uns, ich schmeiß dich die Klippe runter. Ja. Also, man kann so viel Quatsch machen. Ja.
Natürlich ist es auch immer, also nicht nur Quatsch, also natürlich ist es ein Open-World-Spiel. Bei Open-World-Spielen ist es immer, es sollte immer dazu gehören, dass man halt viel Quatsch machen kann auch, ja. Finde ich. Weil wenn halt wirklich nur das ist, was halt die Story macht und nur das interessant ist in einem Open-World-Spiel, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Weil das muss dann muss kein Open-World-Spiel sein. Ja. Weil, das ist wie bei Dragon Age schon ein bisschen jetzt, bei der Inquisition. Die Story an sich ist interessant, aber es müsste jetzt nicht unbedingt so ein riesiges Open-World-Spiel sein. Das stimmt. Also, da haben sie die Welt nicht genug gefüllt und auch nicht genug Möglichkeiten gegeben, dass man halt auch mal ein bisschen Unfug treiben kann. Ja. Weil das macht eine Open-World aus. Eine Open-World ist für mich etwas, wo ich mich frei entfalten kann, wo ich frei tun kann, was ich will. Bestes Beispiel GTA. Du musst jetzt nicht die Hauptmission machen. Du kannst auch einfach Scheiße bauen wie blöd, du kannst Polizisten wieder machen. Das ist der Hauptaspekt von GTA. Ja, du kannst Tennis spielen, du kannst tauchen gehen, du kannst fliegen, du kannst alles machen. Das ist Freiheit, das ist Open World. Das ist aber, es muss nicht unbedingt sein, dass ein Rollenspiel kombiniert mit Open World ist. Ja. Wenn ein Rollenspiel eine gute Story erzählt, kann es von mir aus auch linear sein etwas. Und hier war es halt wirklich so, es hat bis auf die letzten paar Missionen nicht wirklich eine gute Story. Also es ist so relativ vor sich hingeplätschert. Es hat aber trotzdem zwischendurch immer interessante Charaktere, ja. Muss man auch sagen. Also, das muss man auch mal sagen, das Spiel ist unfassbar witzig geschrieben. Mhm. Also sowohl die Dialoge mit Gollum und von Gollum, als auch, also Thorwin war mein absolutes Highlight. Ja, Thorwin war super. Also es war unfassbar witzig geschrieben. Und gegen Ende, finde ich, haben sie es wirklich, also ich fand auch diesen Moment so cool, wo man begriffen hat, dass Marvin von Saruman kontrolliert wird. Ja. Weil Saruman seinerseits versucht hat, damals noch gegen Sauron vorzugehen. Und mit dem Wissen aus dem Herr der Ringe, dass er später einsieht, okay, fuck, ich kann Saruman nicht besiegen, ich kann Sauron nicht besiegen, ja. Unterwerf mich ihm lieber. Ja. Das ist schon, ja, also generell, also wir haben tolle Charaktere erlebt und das Spiel nimmt sich auch nicht ganz selber so mega ernst. Deswegen sind ja diese lustigen Dialoge auch oft entstanden. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, weil sie wussten, okay, wir nehmen jetzt ein Franchise, wir nehmen Herr der Ringe. Also erstmal die richtige Entscheidung, weil wir nennen es nicht Herr der Ringe, sondern wir nennen es halt Smaller Schatten. Wir siedeln es nur in diesem Universum an. Das war schon mal die erste richtige Entscheidung. Es kommen zwar Charaktere aus dem Herr der Ringe-Universum vor, deren Namen kommen vor und so weiter, aber alles andere ist eigentlich ziemlich neu. Also ich muss auch sagen, das finde ich von Seiten Warner Brothers, die ja mit dem Spiel sehr viele komische PR-Entscheidungen getroffen haben. Ja. Aber das finde ich eine mutige Entscheidung, weil es wäre natürlich sehr viel effektiver gewesen, hätte man gesagt, Herr der Ringe, Mordors Schatten. Ja. Und dass sie gesagt haben, nee, das ist aber nur in dem Universum, das heißt Mittelerde-Mordors Schatten, ist schon mal mutig. Ja. Und komisch finde ich wiederum, dass sie damals unter anderem in diesen Verträgen da, dass Let's Player nur positiv reden dürfen und so, Wenn sie vorher, dass sie ja gesagt haben, man darf nicht Herr der Ringe erwähnen. Das fand ich dann wieder sehr komisch, wo ich so sagte, ja gut, aber es kommt doch nur mal Gollum vor. Ja. Das ist doch dumm, dann zu sagen, ja, hier ist Gollum aus einem euch bekannten Universum, das in Mittelerde angesiedelt ist. Ja, aber wie gesagt, also so an sich finde ich es eine coole Entscheidung, dass sie gesagt haben, es ist nicht Herr der Ringe-Modus Schatten, es ist Mittelerde-Modus Schatten. Ja. Und wie gesagt, das Nemesis-Feature, ich für meinen Teil hoffe, dass sich andere Publisher davon was abgucken. Auf jeden Fall. Das erweitern. Stell dir doch mal vor, am nächsten GTA ist so ein Gang-Feature drin. Das wäre so dass cool. Du dich in den Gangs so langsam hochkommst. Ja. So, und da sind wir wieder. Modern Flammen. Erfolg. Auftrag abgeschlossen. 1000 XP, die wir nicht mehr brauchen. Ja. Wir können mal kurz, passiert noch irgendwas? Kommt noch irgendein Spruch oder so? Glückwunsch, du hast die schwarze Hand Saurons besiegt und Sauron zurück in die Ruinen Barad-dûrs getrieben. Doch der Schatten des dunklen Herrschers verbleibt. Halte den Anschub seiner Armee zurück, indem du weiterhin Hauptmänner und Häuptlinge jagst, die verbliebenen ausgestoßenen Mörder rettest, die noch verborgenen geheime Zusammenstücke findest und die Legenden deiner Waffen freundest. Haben wir doch alles schon getan. Wille befehligen, während du einen Hauptmann beherrschst und rufst dazu zu bringen, einander zu bekämpfen. Ja. Ja, wir sind gerade wieder in Udo noch zurück. Das war's in jedem Fall. Ja. Eine gänzlich neue Armee. Hier ist alles erledigt. Im Nurnemeer ist ebenfalls alles erledigt. Ich weiß jetzt nur, was ist mit der Mutter jetzt passiert und der Hübschen. Die Tariel. Der Hübsche. Wir nennen sie die Hübsche. Ich habe gerade den Namen kurz vergessen. Sexismus. Also mit Litariel war's ja, ne? Litariel? Ja. Dann kannst du kurz zum Nurnemeer nochmal zurückkehren. Ja, also
cooles Spiel. Ja. Ich glaube, es wird auch von vielen zu unterschätzt. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe 2014 nicht so viel gespielt, aus Geldmangel und Zeitmangel. Ja. Aber ja, also für mich ist Transistor einfach nochmal ein Tick origineller. Ja. Aber von den AAA-Games ist das auf jeden Fall auch mein Spiel des Jahres, ja, 2014, im Nachhinein betrachtet. Im Nachhinein betrachtet, ja, auf jeden Fall. Ich dachte ja, es würde Dragon Age werden, aber ja, das hat ja dann leider etwas abgebaut. Ja. Wir können mal kurz gucken hier. Ja, gucken wir uns doch die 100% nochmal an, damit wir es schwarz auf weiß haben. Da sind sie. 100%. Abgeschlossen. Alle Hauptaufträge, Rettungsaufträge, Schwertlegenden und alle möglichen Herausforderungen. Ja, wir wissen auch, dass wir, also das ist so das, was wir uns ja, was wir auch selber wissen. Wir haben uns damit selber um viele Zuschauer gebracht. Ja. Dass wir gesagt haben, hey, wir dehnen dieses Spiel einfach mal auf 80 Folgen aus. Aber es hat sich dieses gelohnt. Spiel hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich eben auch den ganzen optionalen Kram, der eigentlich nichts bringt, mitnehmen wollte. Ja. Es ist einfach, vor allem bei jeder optionalen Ding ist halt auch immer so viel Chaos auch passiert, dass halt immer was Lustiges auch geschehen ist. Ja. Also, egal ob wir jetzt eine Legende gemacht haben, Legendenmissionen waren eh alle ganz cool. Die Herausforderungen sind auch immer sonst was passiert. Und jetzt auch die Runen und die Artefakte fand ich auch sehr interessant halt, was sie da alles erzählt haben. Ja, das war auch, Artefakte waren noch das beste Collectible, finde ich. Ja. Weil es so war, dann hat Thorwin erzählt, sein Jagdkumpane ist gestorben dabei und so. Und durch die Artefakte wussten wir, es war sein Bruder, genau, der gestorben ist. Und auch wie es mit der Mutter überhaupt, mit Marvin, mit der Königin. Ja, ja, oder auch mit, wie hieß die Spinne nochmal? Kankra. Ja. Mit Kankra, dass Kankra von den Uruks eigentlich erst so groß gezogen wurde, genau, und gefüttert wurde. Und irgendwann ist Kankra halt so mächtig geworden. Und dann haben wir gesagt, ja, hier Spinne, geh mal in die Berge. Genau. Da ist gut. Dass Sauron überhaupt erst Kankra dann sagen musste, hau ab. Ja. Ja, zu mächtig war. Und ja, auch Geschichten zu Gollum hatten wir auch zum Beispiel. Oder einfach ein Leben von den Uruks war auch mal interessant. Also die Artefakte. Ja, oder Hürgon, wie er seiner Frau den Heiratsantrag gemacht hat und so. Das gab's ja auch. Also das war wirklich schön durchdacht. Und ja, gut. Ich meine, wie gesagt, die anderen Collectibles sind wirklich geschenkt. Also, ja, also die Ithildien, also das finde ich ein bisschen, es gibt zwar ein schönes Bild irgendwie dafür, ja, aber. Das stimmt schon. Da baut sich so ein Bild auf und man denkt, am Ende geht die Tür auf und man kriegt irgendwas. Irgendeine Sondermission oder sonst irgendwas, ja, aber nix. Also mit den Tildien, das finde ich ein bisschen verschenktes Potenzial. Hätten sie, wenn man alles so gefunden hat, vor allem hat er zu jeder Rune hat er so eine kleine Story erzählt, Klippenbohr. Ja. Und also was ich wirklich sagen muss, selbst wenn man mal auf die grundlegenden Spielmechaniken geht, ich finde diese Mischung aus Assassin's Creed und Batman eigentlich brillant. Ja. Weil das, was Assassin's Creed für mich immer gefehlt hat, war ein gelungenes Kampfsystem. Ja. Und hier haben sie das Assassin's Creed Spielprinzip, was mir sehr viel Spaß macht. Ja, ich bin der Ubisoft-Formel bis heute nicht müde. Das haben sie kombiniert mit so ziemlich dem besten Action-Kampfsystem, was gerade auf dem Markt ist. Und haben das noch erweitert. Ja. Weil ich meine, allein wie viel Spaß wir mit dem Schattenangriff hatten. Ja, das war. Und so gerade cool, wenn man das dann kombinieren kann, das ist halt so fett. Wenn du dann so einen abschießt und dann so zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Das war so geil, als dann kam, töte 5 Uhus in 45 Sekunden und wir so, kein Problem, kein zack, Problem, zack, 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 schaffen wir in 5. So ungefähr. Das war ja auch so in 10 Sekunden oder so, ja, erledigt. Oder noch nicht mal. Und dann, ja, oder allein, dass wir halt, bevor wir überhaupt so mächtig waren, auch diese ganzen Karagor-Armeen hatten. Allein, dass wir die ganzen Wildtiere so auf unsere Seite. Ja, alleine, wenn du das Schatten aufsitzen hast, dann auf einem Sitz und da rennen so 5 Karagors rum und du vom Rücken des einen schießt du dich auf den Rücken des anderen, ja, und dann hast du einfach mal so 5 Karagors so Uruks. Bring it on. Ja, oder auch als wir von den Graupen kontrolliert haben. Ja. Das war auch so geil, dass wir einen verdammten, also diese Mission auch mit Tommy, dass wir diesen Graupen kontrolliert haben und einfach, ja, alles platt gestampft haben. Ah, das war cool. Also dieses Spiel hat, ja, das Spiel weckt so ganz oft dieses Spielkind in einem. Ja. Das ist so, als ich dann so diesen Grauch losgelassen habe, dann so, Moment mal, wir sind vor einer Uruk-Feste, ich könnte ihn doch auch in die Festung bringen. Ja, das war. Und dann bin ich rein so, los, Grauch! Und dann einfach alles hat so Platz. Und dann wurde einfach mein Hauptmann weggewischt von dem ohne Probleme. Und der Moment, den ich niemals vergessen werde, ist, wie Mugluk einfach einen Grauch erschlagen hat. Ja. Mit 3 Schlägen. Das war so. So batz, batz, batz.
Fick dich, Grau. Und ich so, das war zu einer Folge, wo auch Mugluk gestorben ist. Ja, und das war dann nochmal, aber ihn danach besiegt zu haben. Ja. Das war so, wo man cool. So dachte, wir saßen wirklich da und dachten, der ist unbesiegbar. Ja. Wir haben ein Monster, wir haben ein unbesiegbares Monstrum erschaffen. Der wirklich von null bis zum dritten Hauptmann. Und er wirkte ja auch unbesiegbar. Ich konnte ihn letztendlich nur über Trickreichtum ausschalten. Nur durch das Feuer. Ja. Hast du ihn geschafft? Durch diesen einen Pfeil, den ich gefunden habe. Einen Pfeil, ey. Oh. Also dreimal wirklich irgendwie um die Ruinen rumgelaufen. Das war schon. Oh. Also. Ja, was soll man zu Mordors Schatten sagen? Oder auch. Also, ja, die Folge wird jetzt lang, aber man muss einfach, weil es keinen Podcast gibt, müssen wir ein bisschen schwärmen. Genau. Allein die Mission, ihr kommt nicht vorbei, ihr könnt nicht vorbei. Ja. Auf der Brücke, wie du, eigentlich die Aufgabe ganz easy. Fackelträger aufhalten. Ja. Und dann kommen da so viele Gegner. Und dann kommt da einfach ein Hauptmann nach dem anderen angerannt und wir so, what the fuck? Mach doch mal auf. Ja. So. Und wirklich, wie dann wirklich du so ein Hauptmann nach dem anderen und dann immer ein Flammenträger nach dem anderen noch ausgeschaltet und dann rennt doch der eine durch und wir so, nein! Oh, und du das dann ganz einfach erlöst und hast, gesagt, und dann, das Brandmarken hat. Genau, wenn man dann das Brandmarken hat und dann einfach so 20 Uruks da stehen, so, und dann wirklich, ihr kommt nicht vorbei. Ja. So, wirklich. Also dieses Spiel hat für mich so diese perfekte Kurve von Nobody zu Hero. Ultimate God ja. Geschaffen. Es ist wirklich so. Also, ach. Ja, also was kann man zum Abschluss eigentlich zu Mordors Schatten sagen? Nehmen wir die Story. Story plätschert ein bisschen vor sich hin, hat aber zwischendurch auch interessante Charaktere, wie Thorin zum Beispiel, den Zwerg, den werde ich nie vergessen. Der ist so cool gewesen, auch mit seiner Jagd. Allein sein letzter Spruch, wie kriege ich dich jetzt hier raus? Ja. Er hat gerade knapp irgendwie diesen legendären Grau überlebt und dann, wie kriege ich dich jetzt hier raus? Das war so schön. Und also dann auch das Ende davon, dieses Ganze, wie man so nach und nach erfährt, wer eigentlich Celebrimbor ist. Also gut, das hat man relativ früh erfahren, auch durch Trailer und so weiter. Aber trotzdem, was es denn eigentlich wirklich damit auf sich hat, wie es denn dazu gekommen ist, dass er den Ring geschmiedet hat. Und vor allem, man hat ja dann gedacht, okay, er ist Verräter. Dann erfährt man, okay, er wurde von Sauron kontrolliert. Dann erfährt man, er hat sich Sauron widersetzt und hat sogar versucht, Sauron zu töten. Was dann leider ein bisschen lungen ist. Ja, aber das war schon, also da stand mir schon ein bisschen der Mund offen. Also das erste Mal war in dem Moment, wo er so den Ring sich nimmt und wegrennt. Ja, das war schon erstmal so, what? Und dann, wie er da mit seiner Armee steht. Ja. Und dann denkt man so, ja, wie ist er denn da noch gescheitert? Er hatte den Ring, er hatte die Armee. Ja, und dann kam diese Connection. Ja, der Ring will immer zu seinem Herrscher zurück. Ja. Und das hat Sauron halt geschafft, dass halt Celebrimbor ihn zum Herrscher ernannt hat, sozusagen. Ja, und wie gesagt, jetzt auch das Finale war jetzt auch so episch, die Elite der schwarzen Hand da zu bekämpfen, die 5 Häuptlinge auf einen Streich. Also da muss man einfach schon Ultimate God sein, dass man halt wirklich die so platt macht. Ja, und und allein dieser letzte Spruch einfach, es wird Zeit, einen neuen Ring zu schmieden. Da frage ich mich, welche Fähigkeiten kriegen wir denn im zweiten Teil? Ja, und es ist halt, was es auch schafft, genau wie Herr der Ringe, weil ich bin an sich kein großer Fan von Pathos. So. Aber Herr der Ringe schafft es irgendwie perfekt, immer auf dieser Linie zu wandeln, dass eigentlich vieles, was da passiert, total pathetisch ist. Ja. Aber es ist halt irgendwie gleichzeitig so episch, dass man trotzdem Gänsehaut bekommt. Ja. Und hier haben sie es auch gut hinbekommen. Allein diese Szene mit Lithariel. In jedem, wo er dann sich entscheidet, nein, ich kann nicht bei dir bleiben, ich hab so. Es war alles auf total kurzen Zeitraum. Es war innerhalb von 2 Missionen, es war zu kurz. Ja. So. Aber so diese Szene, wo er dann entscheidet, nein, ich kann nicht bleiben. Ich gehöre nicht in diese Welt, was sich jetzt ja auch wieder geändert hat. Stimmt. Im Prinzip. Aber trotzdem gehört er nicht hin, weil er ist eigentlich tot. Aber trotzdem war das so wieder so dieses, okay, das ist eigentlich gerade total lächerlich, was da passiert und total kitschig. Aber es war halt mit diesem Schwung von Epic versehen, dass ich trotzdem dachte, ja, das ist cool. Ja. So, und das haben sie auch gut. Also allein diese Schlachten, weißt du, wenn sich also alle, keine echte Schlacht läuft so ab, dass sich die gegenseitigen Armeen aufbauen, sondern wird aufeinander gestürmt und dann ist gut. Aber in Herr der Ringe ist das so, dann setzt diese Musik ein und alles ist episch. Also ist auch wieder generell, man muss die Musik auch mal hervorheben. Wir haben es halt nicht so oft gehört, weil wir halt ein bisschen leiser stellen mussten alles. Aber am Ende haben wir jetzt eine gute Stimme allerdings. Die war auch einfach cool. Es war einfach richtig geile Herr der Ringe Musik, wie man sie halt aus dem Film kennt, wie man sie liebgewonnen hat. Einfach dieses
mega bombastische Chöre erschallen. Man muss aber sagen, die Musik von Herr der Ringe, ich gucke ja gerade bei Sinux Lego Herr der Ringe, und diese Musik schafft es, Lego episch zu machen. Ja. Also das ist wirklich... Diese Musik ist einfach grandios. Also ich weiß nicht, wer der Komponist gerade ist vom Namen her. Ich weiß auch nicht. Aber er ist grandios, also den kann man immer nur loben. Also Musik, die Story finde ich selber insgesamt, also als ins Gesamtwerk betrachtet, eigentlich ziemlich cool. Auch immer wieder dieses wie Kill and Brimmer und Teil und sich dann doch so gegenseitig streiten und dann, ist es denn jetzt wirklich nur Rache oder ist es denn doch mehr? Also ich finde, dass auch viele gesagt haben, es ist eine simple Rache-Story. Es ist doch keine simple Rache-Story. Es ist doch, also ich finde, es ist viel, viel mehr, was noch dazu denn alles gekommen ist. Ja, es ist aber ein Problem, was Open-World-Spiele vermutlich nie lösen werden. Wie gesagt, wenn der Witcher 3 es schafft, nehme ich alles zurück. Ja. Aber es ist ein Problem, was Open-World-Spiele vermutlich nie lösen werden. Open-World und eine dichte Story verträgt sich nun mal nicht. Richtig. Wie gesagt, weil Open-World ist, ihr müsst halt mal gucken, 20 Hauptaufträge und dann all die ganzen anderen Ziffern, die da drunter sind, kommen noch dazwischen. Ja. Also allein hier mit 42 erfangen 32 Itildien, jeweils 10 Legendendinger. Aber ich muss sagen, das, was sie erzählt haben, war gut inszeniert. Ja. Das Kampfsystem war toll. Es hat super Spaß gemacht, sich in dieser Welt zu bewegen, auch wenn man immer mal irgendwo hängen bleibt. Wir haben im Nachhinein gemerkt, dass vieles gar nicht Schuld des Spiels war, sondern der Technik. Richtig. Was hier denn zum Glück gelöst hat. Aber ja, also Story war insgesamt... war solide, war cool, war gut, war, das Finale war super, Musik ist toll, Technik, also, ja, Gameplay kann man eigentlich nicht dran meckern. Das muss man sagen, das Wicht, also, was das Beste ist, was ein Videospiel schaffen kann, ist, Momente über das Gameplay zu erschaffen. Und das hat dieses Spiel genug geschafft. Wie gesagt, wir haben jetzt unsere Momente geschildert, aber ich fand es allein so geil, diese Erzählung von einem, der einen hatte, der ihn immer getötet hat. Und dann war der sogar noch immun gegen alles, gegen einfach alles, außer gegen Fernangriffe. Und dann hat er sich aber schon eine Armee um sich rum gesammelt, weil Talion ihn schon ein paar Mal angegriffen hat. Dann waren da irgendwie so 20 Uruks. Ja. Und dann ist der Spieler auf seinem Karagor in die Festung geritten, ist von seinem Karagor abgesprungen, hat ihm einen Headshot verpasst und der Hauptmann war tot, der ihn stundenlang gepiesackt hat. Und das ist allein, wenn das Gameplay das schafft, dass man sich so fühlt wie in einem Film, dass man von seinem Karagor abspringt, in der Luft einen Headshot verpasst, so nach dem Motto. Und das schafft dieses Spiel perfekt, Momente über das Gameplay zu erschaffen. Ja. Und das ist, was ein Spiel tun sollte. Das ist exakt das, was beispielsweise die Souls-Spiele so großartig macht. Genau. Und also wie gesagt, jeder hat auch seine eigenen Stories, die er hier erlebt. Dadurch, dass durch dieses geniale Nemesis-System, und wir hoffen beide, dass dieses Nemesis-System weiterentwickelt wird und noch in vielen weiteren Spielen irgendwie eine Funktion findet. Also ich hoffe, dass viele Spiele sich das wirklich kopieren. Sie müssen es theoretisch einfach nur kopieren, auf ihr Universum übertragen. Warum nicht? Und es einfach noch ein bisschen weiterentwickeln. Wie gesagt, das war mein allererster Gedanke. GTA. So Gang-Nemesis-System. Die haben schon gesagt, dass sie GTA 6 gerade auch entwickeln, oder? Oder dass GTA 6 noch kommt? Irgendwie sowas haben sie gesagt. Oh, GTA 6 kommt. Das ist aber überraschend. Naja. Nachdem sich GTA 5 ja relativ schlecht verkauft hat. Ja. Aber allein da könnte man dann dieses Nemesis-System mit einbauen. Ja. Also kommt, Leute, wir sind bei 33 Minuten. Ja, gut. Also, aber zusammenfassend, also Story war cool, hat uns unterhalten, hatte vielleicht auch seine Tiefen, aber war ansonsten stark. Gameplay ich, grandios. Ja, ich sag ganz offen, mit das Beste, was ich jemals gespielt habe. Assassin's Creed und Batman kombiniert mit dem geilen Nemesis-System, einzigartige Momente, super Open World. Also wer kann sich eigentlich nicht wünschen, wenn man halt wirklich einfach nur zocken will. Die Technik, gut, jetzt wo wir halt wo mein Computer eine bessere Grafikkarte hat, hatten wir auch eine bessere Technik, wir hatten auch schöne Grafikmomente. Vielleicht nicht die beste Grafik, muss es aber auf den Open World nicht. Zweckdienlich. Ja, muss es nicht Humor, haben. Top. Humor hat es auch, das Spiel hat sich selber nicht zu ernst genommen. Musik war grandios, es war cool gemacht. Coole Collectibles, kann man noch ein bisschen dran schrauben, kann noch ein bisschen besser machen. Und ja, und wie gesagt, dieses Ding halt, am Anfang ist man der Noob, bis zum Ende, wo man halt dann der Motherfucking King of allen, von allem ist. Also, ja. Wenn wir eine Skala hätten, was würdest du sagen? 9 von 10. Ja, würde ich auch. 9 von 10.
würde gut passen mit eines der Spiele 2014. Wir können eigentlich wirklich nur eine Empfehlung, glaube ich, geben, ja. Vor allem jetzt ist es auch reduziert bestimmt irgendwie. Holt euch dieses Spiel, spielt es auch mal nach, wenn ihr Bock habt auf schöne Gemetzel, auf einzigartige Momente. Und das muss man wirklich nochmal hervorheben, bei diesem Spiel hat niemand dieselbe Spielerfahrung. Richtig. Weil es sind immer andere Uruks mit immer anderen Fähigkeiten. Das ist so eine Errungenschaft. Ja. Dass niemand dieselbe Spielerfahrung hat. Ja. Das ist toll. Das war so ein großes Spiel. Vor allem, also jetzt allein, zum Beispiel dieser Quadron, ne? Wo wir jetzt noch die Blutrache noch vor zwei Folgen gemacht haben. Der wird sich so denken, oh, dieser macht mich die ganze Zeit so fertig. Und ja, und das wir ist kamen da an. Zwei und wir, batsch, haben ihn gerecht. Und, ey Leute, unterstützt Monolith. Ja. Das sind die Macher von Xenoblade Chronicles. Die haben jetzt dieses Spiel aus dem Boden gestampft. Ja. Die haben vor vielen, waren die nicht auch No One Lives Forever? No One Lives. Bin der Meinung, die haben auch No One Lives Forever. Also auf jeden Fall, Monolith steht für Spiele, die einfach nicht so sind wie der Rest. Richtig. Und wir müssen auch denken, das hier ist auch eine komplett neue IP. Ja. Das ist eine komplett neue Spieleserie. Und grandios gemacht. Ja. Und es wirklich, als Abschlusssatz nochmal, es herunterzubrechen auf, es ist Assassin's Creed meets Batman, würde dem Spiel nicht gerecht werden. Richtig. Das ist wirklich eine Untertreibung. Deswegen würde ich sagen, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, außer dass wir das Spiel noch loben können. Wir haben quasi einen kleinen Mini-Podcast jetzt in dieser Folge noch gemacht. Wir stoßen noch einmal an. Genau, also es war eine Freude, an deiner Seite gegen diese Uruk-Horn zu kämpfen, die schwarze Hand zu besiegen. Vielen Dank dafür, lieber Gauton. Ich bedanke mich auch. Und wir hören uns bei einem unserer Podcasts oder sehen uns bei einem unserer anderen Projekte. Bis dann, euer Gauton. Euer The Ramen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.